Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, die Maggie von Volvo, und ich stehe hier heute mit meinem Kollegen, dem Christoph. Hallo Christoph. Hallo Maggie. Christoph, sag uns doch mal, in welchen Einsatzbereichen machen Elektro-Lkw eigentlich Sinn? Ja, im Prinzip überall da, wo wir geringe Reichweiten brauchen im kommunalen Einsatz mit Fahrleistungen oder Reichweiten bis 200 oder 300 Kilometer. Und welche Aufbauten sind möglich bei einem Elektro-Lkw? Ja, bei so einem Fahrzeug, wie wir es jetzt hier sehen, das ist jetzt ein Volvo FL, ein zweiachsiges Fahrzeug. Da können wir zum Beispiel Kofferaufbauten drauf machen oder einfache Anwendungen. Eine Pritsche könnte man halt da drauf machen für so einen kleinen Baustoffzug. Das macht Sinn. Mhm. Was haben wir für eine maximale Nutzlast? Kannst du uns dazu was sagen? Hängt natürlich immer so ein bisschen vom Aufbau drauf von ab. Ein Fahrzeug wie um die 8 Tonnen leer und mit einem Kofferaufbau hätte man zum Beispiel eine Nutzlast von 7 Tonnen. Das reicht auch für den üblichen Verteilerverkehrsfahrzeug, wo man es eher aufs Volumen drauf ankommt und weniger halt auf die Nutzlast. 7 Tonnen, wir haben ein vergleichbares Fahrzeug fertig aufgebaut, da sind wir bei 7 Tonnen, das ist eigentlich ganz gut. Okay, vielen Dank, Christoph. Gerne. Und wenn ihr keins unserer weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Und falls ihr Fragen habt, die ihr gerne in einem weiteren Video beantwortet haben möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail.